Eins, zwei und drei. Das sieht doch ganz anders aus als das gewohnte Kirmes-Image der grölenden, biertrinkenden Männerhorden, die sich am Punching Ball abreagieren und ihn mit Schlägen malträtieren, sofern sie überhaupt treffen. Viel sportlicher und wahrscheinlich nüchtern geht dieser junge Mann zu Werke und baut in seinen ninja-artigen Kick gleich zwei Drehungen ein. Eine auf dem Boden und eine in der Luft. Das kickt und klickt mit enormer Durchschlagskraft.